Schon als Kind wird uns beigebracht, laufen zu lernen. Wir werden von unseren Eltern getragen. Wir fallen hin, wir stehen wieder auf, wir fallen hin, wir tun uns weh, wir stehen wieder auf. Und irgendwann lassen wir das einfach fallen. Wir haben Angst davor, Sachen zu testen. Wir haben Angst davor, zu leben, zu lernen. Wir laufen den immer gleichen Weg. Wir fahren den immer gleichen Weg zur Arbeit. Wir joggen dieselben Strecken. Aber warum? Weil wir Angst haben, etwas Neues zu tun? Du nicht? Dann guck das Video, bewerte, kommentiere und abonniere. Tschüss. Und damit auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. FIFA 23 ist endlich da. Und auch Okorsa ist zurück auf YouTube mit seiner Road to Glory, die ein Ziel hat. Und zwar mit ihm, mit Marvin Ducksch von Anfang bis Ende im Team durchzuziehen und so sich dann eben auch an die Spitze von Foot Champions und Rivals eben zu spielen. Marvin Ducksch, wir haben ihn hier nochmal im Bild, gerade auch nochmal zu sehen gewesen. Im ersten Pack direkt gezogen soll er OHC Müllhaufen. Also dabei helfen, von vorne weg für Glanzleistung zu sorgen, und wir gehen dabei auch rein in die Qualifikation für Foot Champions. Nach 26 Spielen Rivals Grind hatte Ducksch bereits 31 Treffer und 19 Vorlagen. Und wir sehen hier auch die erste offensive Aktion. Ducksch ist durch und Ducksch auch mit dem 1:0. Gespielt wird natürlich, wie es bei Corsa so ein wenig üblich ist, diesmal im 5-1-2-2. Mit Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug im Sturm. Und Niklas Füllkrug erzielt hier auch den zweiten Treffer. Also auch der Teamkollege von Marvin Ducksch direkt in das Spiel integriert. Ansonsten ja auch noch Spieler wie Musiala in Form, Trapp in Form oder auch Palinha in Form in dieser Mannschaft, die dann auch das erste Mal defensiv gefordert war. Tchouameni allerdings gewinnt den Ball gegen Rashford und schon geht es schnell in die andere Richtung. Über Musiala, und der sucht und findet wen anders als Marvin Ducksch. Und der erzielt natürlich auch in dieser Partie seinen Treffer, das 2:0. Also hier viel umjubelt, auch mit seinen Teamkollegen. Ein toller Abschluss hinein ins Glück. Und dann wollte auch Niklas Füllkrug noch einmal. Also die beiden genau wie beim SV Werder Bremen im Gleichschritt unterwegs. Auch wenn Niklas Füllkrug in dieser Saison natürlich bisher öfter hat treffen können. Dann gab es auch noch mal eine Pille zu schlucken. Leon Goretzka mit einem sehenswerten Distanzschuss. Und so musste Okorsa mit seinem OHC Müllhaufen auch noch mal nachlegen. Musiala legt nochmal weiter und Ducksch erzielt in Durchgang 2 den Ausgleichstreffer. Also einmal mehr der Starspieler dieser Mannschaft, der erfolgreich ist, hier die Kugel in die Maschen schweißt. Am Ende konnte man die Partie auch mit 3:2 gewinnen, und so steht am Ende eine erfolgreiche Qualifikation. Nach einer 6:1 Bilanz, das letzte Spiel wurde sogar verschenkt. Ducksch, der in 7 Partien 12 Treffer und 5 Vorlagen erzielen konnte. Und wir wollen dann natürlich gleich auch noch einmal kurz mit dem Trainer, mit Okorsa, einmal über diese Partie sprechen. Ja, hallo Okorsa, hier jetzt auch an meiner Seite am Controller. 5-1-2-2, kein 3-5-2 mehr. Warum? Erklär uns das doch mal etwas genauer. Moje. Ja, neuer FIFA-Teil, neue Experimente. Letztes Jahr gab es die 5-1-2-2 leider nicht. Dieses Jahr ist sie da, und mit dem ZDM hat man eben mehr Möglichkeiten als mit 3 ZMs wie letztes Jahr, und das wollten wir testen. Zufrieden mit Ducksch und Lücke in FIFA 23? Ich bin froh, dass beide eine Goldkarte bekommen haben und dass Lücke gerade zu dieser WL-Quali noch einen in Form bekam. Alles in allem ist es super witzig, mit ihnen zu spielen. Hier und da merkt man aber schon diverse Tempounterschiede zu beispielsweise einem Werner. Was erwarten Sie sich denn von der Weekend League? Wir müssen das realistisch betrachten. Wir spielen keine OP-Taktik mit Tempo, achten nicht auf Lenkzeit oder sonstiges, sondern nutzen das, was wir haben, und ich bin super froh, wenn es am Ende 9 Siege werden.
Läuft alles optimal, vermutlich eher 11 Siege. Ja, vielen Dank für diese Antworten. Und damit gebe ich jetzt ab an Tom Olemink für die Highlights aus dieser Weekend League. Die Spannung steigt vor dem ersten Spiel. Der Mannschaftsbus bereits am Stadion angekommen. Die Spieler mittlerweile auch schon mental im Tunnel, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Das Weserstadion macht sich schick. Ein besonderes Flair. Immer hier am Osterdeich, wenn das Flutlicht angeht und der Peterswerder schon im Vorfeld bebt. Die Fans können es kaum erwarten, ehe es dann gleich losgehen wird. Das Stadion ausverkauft. Fantastische Atmosphäre vor diesem ersten Duell. Und wir blicken auf die Mannschaftsaufstellung. Kevin Trapp im Tor. Rüdiger, Tchouaméni und Stones vor ihm. Musiala, Mendy, Cancelo, Silva und Kimmich hinter dem Doppelsturm. Duxch und Füllkrug, die beiden hässlichen Vögel, wollen es auch heute richten. Allen voran Marvin Duxch mit seinen 1,88. Der 28-Jährige voll im Fokus, hat sich eine ganze Menge vorgenommen. Rein in die Partie. Corsa gerät zunächst ein wenig unter Druck. Camavinga, aber Trapp mit einer guten Reaktion. Macht das Spiel sofort schnell über Joao Cancelo auf der rechten Seite. Dann allerdings dieser Fehlpass und der könnte Konsequenzen haben. Gut gespielt, Dybala, 0-1. Starker Auftakt auf der anderen Seite, aber die richtige Reaktion, die kommt über Marvin Duxch. Duxch nimmt Maß und sorgt für das 1-1. Ein traumhaft vollendeter Abschluss von Marvin Duxch. Und Corsa hat noch nicht genug. Cancelo für Duxch. Duxch und fantastisch reagiert. Nachschusschance, aber dann der Führungstreffer. 2-1 durch Niklas Füllkrug. Partie also gedreht, aber rein in den zweiten Durchgang. Dieser Pass für Füllkrug legt nochmal rüber. Duxch, Doppelpack. 3-1, Marvin Duxch, fantastisch vollendet. Noch ist aber eine ganze Menge zu spielen. Ball für Traoré. Traoré hinterlaufen auf der linken Seite, bedient hier Anthony und der mit dem 2-3. Kann also nochmal verkürzen, Gegenseite. Füllkrug für Duxch, Duxch, sein drittes Tor. Was für eine Begegnung von Marvin Duxch. Und wir sind dann schon in der Nachspielzeit, aber das war's. Ein 4-3-Sieg für Corsa. Was für ein Auftakt. Und rein in die zweite Partie für den OHC Müllhaufen. Wie das erste Mal gerät das Team zunächst unter Druck. Griezmann, aber Trapp mit einer sehr guten Parade. Tchouaméni gewinnt dann den Zweikampf. Mandi und es geht schnell über Carvalho. Bernardo Silva sucht Marvin Duxch. Musiala, Füllkrug zeigt den Laufweg an. Niklas Füllkrug knapp am 0-1 vorbei. Es geht hin und her. Griezmann mit dem Fehlpass und prompt geht es sofort wieder in die andere Richtung. Joao Cancelo mit Niklas Füllkrug. Der für Cancelo. Klasse gespielt. Cancelo macht's alleine. Cancelo vorbei. Immer noch Cancelo. Cancelo-Tor! Ein unglaubliches Tor von Joao Cancelo. Das 1-0 für den OHC Müllhaufen kann sich sehen lassen. Das Team zwar nur mit 42% Ballbesitz, aber natürlich gewillt, daran etwas zu ändern und vor allem noch nachzulegen. Cancelo, unwahrscheinlich umtriebig. Nächste Möglichkeit, Musiala lässt aber liegen. Mondi schafft es nicht mehr, die Szene noch wieder richtig heiß zu machen. Was macht der Gegner? Christopher Nkunku mit Antoine Griezmann. Tchouaméni gut verteidigt. Füllkrug, Marvin Duxch, ja nicht nur Torjäger, sondern auch Spielgestalter. Das zeigt er hier in Perfektion. Füllkrug, Musiala, besser kann man nicht spielen. 2-0. Corsa zeigt Weekend League in Rheinkultur. Aber es gab ja noch diesen zweiten Durchgang. Ben Yedder hat die erste Chance. Ben Yedder, Trapp! Und die Ecke hinterher. Nkunku. Ricardo Carvalho. Zieht den Sprint an. Wieso auch nicht? Und dann die Möglichkeit für Musiala. 1-1. Musiala mit dem Lupfer. Nochmal abgewehrt. Musiala. Und im Nachfassen noch pariert. Immer noch über eine halbe Stunde
zu spielen. Bernardo Silva für Joao Cancelo. Gut kombiniert. Musiala! 3-0. Und man sieht sofort Pause angemeldet nach diesem Tor von Jamal Musiala. Und Team Lamoucaté, das war frustriert. Gegner unterbrach das Spiel. Walkover und am Ende der Sieg für OHC Mühlhaufen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Wenn uns nicht alles getäuscht hat, dann haben wir heute große taktische Veränderungen gesehen. Statt eines 5-1-2-2 in der Quali gab es ein 3-5-2. Was waren die Gründe und wie zufrieden bist du mit dieser Änderung? Ein Schuster bleibt bei seinen Leisten, sag ich immer, wa? Hahaha. Die 3-5-2 ist meine Wehtuge-Formation seit FIFA 18 und ich habe mich mit der 5-1-2-2 noch nicht so wohl gefühlt, um das Minimalziel zu erreichen. Es hätte besser laufen können, aber alles in allem bin ich froh, dass wir das Ding am Ende noch zugunsten unserer Erwartung drehen konnten. 11-9 ist dein Endstand nach der ersten WL. Lass uns mal gemeinsam auf die nächste WL blicken. Hast du vor, das Team zu verändern? Wenn ja, auf welchen Positionen? Und mit welchen Rollen bist du besonders bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden? Es wird auf jeden Fall Änderungen geben. Carvalho war spaßig, aber eben nur ein Test. Rüdiger nur ein Invest und Lücke in Form musste einfach spielen. Also speziell in der Innenverteidigung wird sich was ändern. Vermutlich auch im ZDM. Bernardo Silves Stärken liegen definitiv in der Offensive. João Cancelo und Ferlinden, die haben mir über die Außen aber sehr, sehr gut gefallen. So, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute.